Hallo ihr lieben Leute, ihr lieben Zuschauer und Zuschauerinnen, herzlich willkommen am Ostersmontag, Ostersonntag. Hier ist euer Justus König, bekannt ja schon Sander, ich hatte Merker. Justus König, der andere YouTuber aus Würzburg. Und ich bin hier in, das ist der JVA-Gelände, Bereich oder sowas von Ebrach. Wir laufen hier in Ebrach rum, wunderschönen Ort, da hinten das Kloster, Kirche und das JVA-Gelände. Laufen wir einmal außen rum, viel Spaß beim Zuschauen, dieses Ebrach, wunderschönen Ort, also hier, ist cool, schön rumzulaufen. Yes, also viel Spaß mit unseren Oster-Sonderspaziergang in Ebrach, in der Steigerwald und so weiter und so fort. Let's play Video und bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Hast Auto gewagt? Auto ist gewagt. Auto ist zu. Ebrach. So, das ist in Ebrach, ne? Ja. Schönes Gebäude. Schaut ziemlich alt aus. Ja. Also hier ist dann das Gefängnis. Das ist wahrscheinlich unter Gefängnis. Hat er heißen hier ein einfaches Gefängnis? Vielleicht, ja. Da ist etwas gepflanzt am 12. März 1871, der Baum. Der ist sehr alt. Habe ich fotografiert. Sehr schön. Und der Osterbrunnen. Ah, keine Ahnung. Oh, ist ein schöner Osterbrunnen. Sehr schön. Ebrach, sind wir unterwegs hier, hä? Das
Da ist eine Kirche. Löschwasser. Ich weiß. Das ist getiertes Rot. Wow, das ist cool. Kann man reingucken. Ah, da ist die Engel. Sieht man nichts. Ich hab auch hier von der Nähe. Ja. Da war es Alter. Alle Gebäude. Der Hans Blumeleon. Der Blumeleon, das sind alles ein Garten. Ein Hofgarten, wo es auch runterläuft. Na klar. Schätze doch alles. Ja, aber zum Fotografieren reicht das nicht. So, der Garten. Ja, aber zum Fotografieren reicht das nicht. Na ja, vor allem nicht. Da musst du auch rumlaufen, da reingucken, da in den Hof rein, von den Ding. Ja, ist aber noch nichts da, was blüht. Der hat einen Hof drin. Eben nicht. Ist das noch Kräutergarten? Ja, Hof ist unter den großen Teil Kräuter. Das ist Lavendel. Da muss ich auch noch mal gucken, da kann man auch nicht drauf machen. Das ist das andere Tor. Dachhaus. Was? Was ist denn? Echt? Ja, natürlich kannst du ranziehen. Achso. Wir laufen da rechts, oder? Ja. Wir laufen einfach außen rum. Kloster. Sicherheitshalber, Justiz, Vollzugsanstalt. Sehr schön hier. Na, der Bach. Ein Bach, Gärtnerei und das Friedhof da oben. Gärtnerei JVA Erbrach.
Ja, ja, also, du kannst mir nie vorstellen, dass es bei dir so dröhnt ist. Bei mir laufe ich, laufe nur manchmal so ganz langsam. Schade, Mann. JVA steht da drauf. Und da ist der Friedhof und da ist dann ja, der Altglascontainer. Da ist ein Bagger. Und da ist ein Bagger. Und da steckst du auf mich drauf. Und da ist der Friedhof. Ja. Und da haben sie diese Figura gemacht. Ja. Kapelle, Kloster, Kirche. Und neben das Kloster. Da vorne ist eine Kirche, Polizei, ist jetzt VR und dann hier ist der Friedhof. Und da ist die Fahrschule. Der Strumhäusler. Wahnsinn! Guck, das ist eine kleine Backe da, auf dem kleinen Haufen. Und das ist das Ende wieder. Aber mir kann man jetzt machen, siehst du dann? Warum? Da geht's ja weiter und da geht's weiter, oder? Hier geht's weiter. Der muss wahrscheinlich weitergehen. Sonst ist ja umgesperrt, oder? Sackgasse. Das ist nur fürs Tor zu. Das Tor ist zu. Ah, noch ein Grundstück. Das Tor ist noch zu. Ja, das wird das jetzt der Gänse einfach. Ja. Das ist ihr Gelände. Cool. Im Garten. Im JVA-Bereich. Schön. Ja, wird doch gerade restauriert, ne? Wunderschön. Also mein Gebäude. Sehr schön, alt, historisch. Das Ort ist auch sehr schön zum Laufen.
Oh, das ist ein alter Feuerwehr-LKW, glaube ich. Da. Er ist in eine Runde gelaufen. Das ganze hier Bereich. Ja. Können wir mal die Kirche hineingehen? Mal die Kirche von innen anschauen? Kann ich nicht, ich hab einen Baum hoch. Ja, nimm doch einen Hund hoch. Nee, ich geb dir nur einen. Nimm doch einen Hund hoch. Ja? Gut. Dachlawine, achso. Ach, keine Ahnung, da eine Kirche. Das ist. Da ist Bozal, da ist Kloster, da ist Kirche und das ZVR. Ja. Und da ist ein alter LKW. Wahrscheinlich von der Feuerwehr. Ja, kannst du den Ding rein. Ah, da gibt es Führung sogar. Da gibt es sogar Führung. Da ist alles schön, ne? Das ist die Kirche schön. Oben ist so Gold dran, da oben ganz oben. Und da kann man reingehen. Da ist doch ein Museum hier, Geschichte Elbrachs. Und da ist die Kirche, will ich reingehen. Da ist drinne. Ja, schauen wir mal, vielleicht so, wie es innen aufgebaut ist. Mal interessant. Weil es ist, wie ich sehe, welche Kirchen, nur alte Kirchen, wie fast ein Museum. Hier kommen auch viele Motorradfahrer, Rollerfahrer, hier war ich auch mit einem Quad hier letztes Jahr gefahren. Und hier gibt es ja einen wunderschönen, coolen, das Einzigartige hier ist so ein Freibad. Das ist ein modernes Freibad, nur es kriegt Wasser aus dem Bach. Das wird vorher mit so einem Klärsystem geklärt und das geht rein. Jetzt gehen wir da rein. Das war's. Das war diese wunderschöne Kirche. Wo sind die jetzt? Okay. Welche Richtung? Da bin ich Richtung. Ah ja, da Richtung. Mhm.
ein Haufen von diesen Viecher hier. Und das sind Dinger. Fragezeichen. Versammlung, ne? Da, Kloster Erbra. Auf, auf. Was ist das drauf? Wo geht's hin? So, danke fürs Zuschauen, das Einschalten. Bernd ist mal wieder. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Das war's hier aus dem wunderschönen Erbrach. Und mir hat's gefallen. Ich wünsche euch noch eine schöne Osterzeit, Ostern. Schöne Feiertage, schöne Ferien, die Ferien haben, schöne Urlaub, die Urlaub haben. Und gute Stadt, neue Woche für alle anderen noch. Für alle. Viele Grüße, das ist Obernaut. Jetzt geht's wieder nach Hause nach Witzburg. Gerne mal Oberschluss heute. Da haben wir dann. Maschine starten. Und rausfahren. Schau mal, die Dinge, ne? Alles nein. Motel, Biergarten, Restaurant. Kaffee.
haben wir jetzt wieder gekriegt, ja. Ja, das heißt auch ich bin. Nach Good Maps. 13, 12 Grad nach Good Maps, soll Würzburg nur ein, das wird das sein. Ja. Würzburg. Reit. Bach. Willkommen! Manege frei für die fünf Freunde! Das erste Mal ohne Essen unterwegs! Genial! Die fünf Freunde sind zurück! Ihr wollt wissen, hallo! Wir sind George, Julian, Dick und Anne! Und zusammen mit Timmy dem Hund sind wir die fünf Freunde! Wir sind selbstbewusst, aber niemals überheblich, denken unterschiedlich und doch irgendwie ganz ähnlich. Ganz auf mein Massiv, wir gehen trotzdem geradeaus. Justus Jonas von den drei Detektiven? Die berühmtesten Detektive der Welt. Dieses unverschämte Plappermaul treibt mich noch in den Wahnsinn. Noch eine Vase. Eine römische Amphore, Tante Mathilda. Keine Vase. Erster Detektiv Justus Jonas. Zweiter Detektiv Peter Shaw. Recherche und Archiv Bob Andrews. Wir machen ein Praktikum bei meinem Dad, Justus. Drei Fragezeichen in Rumänien. Herzlich willkommen auf Schloss Piatra. Ein altes Schloss. Ein verschwundener Junge. Führen Justus, Peter und Bob in ihr spannendstes Abenteuer. Wow! Bist du schon wieder im Detektivmodus? Ich habe mich wirklich eingesetzt für euer Praktikum. Kollegen, wir haben einen Fall. Können Sie das Rätsel lösen? Niemand verschwindet spurlos. Oh Leute, das war echt knapp. Fingerspitzengefühl, Erster. Das war ja bekanntlich noch nie deine Stärke. Hier spukt's. Wow. Vlad Draculea, der Drache. Dracula? Wir müssen heute Abend nochmal in den Gang.
Ihr hört das doch auch, oder? Was denn? Und das, was keiner wirklich weiß, ist, was am Ende von uns bleibt. Außer Memories und Stories und den Bildern unserer Zeit. Die drei Fragezeichen. Erbe des Drachen. Wir sehen uns morgen, Kollegen. Justus, Jonas! Ich komme ja, Tante Mathilda! Nur im Kino. Freunde.